Ja, dann darf ich euch alle herzlich begrüßen zu meinem kleinen Vortrag über Computerspiele, Kunst und Volksverhetzung. Ich bin Jens Stober, studiere hier an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe Medienkunst, bin Mitinitiator und Mitbegründer des Game Labs hier an der HFG und das ist eingegliedert in den Fachbereich Digitale Medien bzw. ins Institut für Postdigitale Narrativität von Michael Bilitzky. Und womit wir uns heute beschäftigen, ist ein Projekt von mir, 1378 Kilometer. Vielleicht ein paar von euch ein Begriff. Es geht darum, ein Computerspiel. Kann man alles gut sehen, ja. Und es geht darum, also inspiriert ist das Computerspiel vom Todesstreifen und dem dort herrschenden Schießbefehl im Jahr 1976 an der innerdeutschen Grenze. Es ist eine kostenlose Modifikation auf Basis von Half-Life 2 Deathmatch. Ne? Und Half-Life 2 Deathmatch gibt eigentlich schon das Spielegenre vor, dass eine Modifikation davon ist, es ist ein Ego-Shooter. Was ich daraus gemacht habe, ist aber ein Serious Game. Also ich habe dieses Ego-Shooter-Genre dazu benutzt, um so ein Serious Game zu erschaffen und wollte damit oder will damit Interesse bei einer jungen Generation für das Thema wecken und eine Auseinandersetzung mit der jüngsten deutschen Geschichte provozieren. Für die, die ich umreiße, spiele nur ganz kurz. Wir kommen während des Vortrags immer noch auf ein paar Einzelheiten von dem Spiel. Das erklärt sich dann im Laufe. Es gibt zwei Teams. Einmal das Team Republikflüchtlinge und zum anderen das Team Grenztruppen. Und die Quintessenz des Spieles ist, wer schießt, verliert. Das bitte ich jetzt alle mal kurz abzuspeichern, weil das wird uns im Laufe des Vortrags noch ein paar Mal begegnen und wir werden uns fragen, warum das nicht alle verstanden haben. Zur kurzen Zeitabfolge, also ich habe das Spiel Ende September am 26. hatte ich hier eine kleine Pressekonferenz. Was heißt klein? Sie war klein geplant. Das liegt im Rahmen des Studiums hier an der HFG, dass wenn man ein Projekt entwickelt, dass man auch die Möglichkeit hat, mit der Presse in Kontakt zu treten. Da gibt es hier eine Pressestelle, die macht das alles. Zu dem Zeitpunkt Ende September kam dann aber doch schon so die gesamte Medienlandschaft von Deutschland vorbei. Am 3. Oktober wollte ich es eigentlich veröffentlichen und am 10. Dezember ist es dann auch veröffentlicht worden. Jetzt möchte ich auf was eingehen, auf die Diktatur der vier Buchstaben in Gesellschaft und in Politik. Die vier Buchstaben werdet ihr gleich erkennen, was ich damit meine. Ich bin natürlich direkt dann auch mit denen in Kontakt getreten und gebe euch einfach mal so ein paar Erfahrungen, was ich mit den Leuten von dort gesammelt habe. Und wie gesagt, das Spiel war angekündigt und aufgrund dieser Ankündigung hat dann so ein, ja, Zeitung ist es ja nicht, so ein Papier mit Buchstaben, einen Artikel verfasst. Ja gut, die Headline reicht eigentlich schon völlig aus. Unten drunter steht auch nicht viel mehr. Das war dann so ein paar Tage hintereinander in dieser Zeitung. Die haben das auch weiter verfolgt natürlich. Ja, und das war am 29. Dezember, wurde diese Meinung, also durch diese großen Buchstaben, eigentlich in der Gesellschaft platziert. Und auch diese Meinung, die in diesen Artikeln oder die Aussagen, die in den Artikeln standen, dieser auf die Gesellschaft, einfach der Gesellschaft übergeben. Und die meisten haben dann glauben halt einfach, was da steht und beschäftigen sich auch nicht weiter. Deswegen ist es im Grunde auch ziemlich gefährlich, was diese vier Buchstaben ausrichten können. Ich greife schon mal vorweg, am 17. Dezember hat dann der Presserat diese ganze Berichterstattung der Bild missbilligt, was so viel heißt wie: Die Artikel zum Computerspiel 1378 Kilometer verletzen die journalistische Sorgfaltspflicht, was auf gut Deutsch übersetzt heißt, die haben einfach Scheiße geschrieben.
was aber im Nachhinein eine gewisse Genugtuung bringt, aber der Schaden ist eigentlich schon entstanden und auch wenn sie eine Gegendarstellung drucken, irgendwo hinten links, ganz hinten unten links, liest eh keiner. Und man muss auch dazu gestehen, dass die Bild natürlich, ich glaube, wahrscheinlich am Tag 10 solche Missbilligungen bekommt, also das für die, es gehört halt zum Tagesgeschäft. Da geht es natürlich dann auch so ein bisschen um Klischees und Klischees kann man natürlich auch, wenn man so eine große Auflage hat, auch als Wahrheiten verkaufen. Und zum einen, nehmen wir jetzt einfach mal Klischee über Killerspiele, da gibt es natürlich ganz viele Berührungsängste, das ist böse, Leute, Amoklauf und Computerspiel, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Plus die innerdeutsche Grenze, die sich natürlich mit der Deutschen Demokratischen Republik, es gab Tote an der Grenze, die Flucht, also es hat ja wirklich die ganze Nation auch über diese Zeitspanne beschäftigt. Und diese Kombination plus die Wiedergabe von Teilaspekten, wie zum Beispiel, dass man auf wehrlose Flüchtlinge schießen muss, dass das Spaß macht und dass das dass man dann Highscore jagen muss, also dass man tatsächlich so viele Flüchtlinge abschießen muss, wie geht. Ich verweise nochmal kurz auf den Satz, wer schießt, verliert. Und diese generierten Wahrheiten auf Basis von Klischees und dann noch auf Schlagwörter reduziert und dann noch mit Emotionen aufgeladen, also das in dieser Berichterstattung, das diktiert eigentlich die ganze gesamte Meinung in Deutschland. Und es betrifft leider nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Politik. Und die Politik sind ja dann eigentlich, nehmen entweder Befürworterpositionen ein, aber na gut, man kann natürlich auch die Aussagen von Politikern in eine gewisse Richtung drehen oder schon anhand der Fragestellung die Richtung der politischen Antworten steuern. Was wir hier zum Beispiel haben, ich lese kurz vor, ein Zeitungsartikel von der BNN, einer von vielen. Neben dem Anzeigerstatter ist auch Hubertus Knabe, Stasi-Experte und Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, rechtlich aktiv geworden. Ich habe die Staatsanwaltschaft gebeten, zu prüfen, ob der Tatbestand der Gewaltverherrlichung erfüllt ist, sagt Knabe, der von einem widerwärtigen Spiel spricht. Ich weiß nicht, dieses widerwärtige Spiel, das war übrigens, der Artikel stammt nach der Bild und die Bild hat ja übertitelt widerwärtig, also da legt man schon den Betroffenen auch die Wörter in den Mund, dann muss man nicht viel denken, kann einfach das zitieren, was ja schon geschrieben ist. Also ist halt praktisch. Und dann auch Knabe, der durch den Anruf eines Redakteurs der Bild-Zeitung, werden jetzt gewundert, von dem Spiel erfahren hat, bezweifelt, dass sich so Geschichte vermitteln lässt. Ein Bundestagsabgeordneter, der das Spiel gesehen habe, hätte ihm diese Meinung bestätigt. Weiter im Text steht dann auch dem gegen TAFG-Sprecher Heid. Das kann nicht sein, denn das Spiel war bisher bei der Veranstaltung im Dezember zu sehen, bei der nur Pressevertreter geladen waren. Das war zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo wirklich nur Pressevertreter das Spiel, eine Vorabversion, kurz hier anspielen konnten, was aber auch keiner die Chance genutzt hat. Und ein Bundestagsabgeordneter hat mich auch nie kontaktiert oder sonst was. Also da merkt man schon, wie so eine Argumentationskette aufgebaut wird, die eigentlich im Grunde nur aus Lügen besteht, macht sich natürlich aber in den Medien ganz gut, wenn man sowas behaupten kann. Und schauen wir uns noch ein paar mehr Stimmen aus der Politik an. Also er hat ja gerade einen Bundestagsabgeordneten angesprochen. Jetzt muss ich irgendwie kurz ein bisschen raus. Dann gibt es zum Beispiel den Professor Dr. Peter Frankenberg, designierter baden-württembergischer Minister für Wissenschaft und Forschung. Der hat gesagt, hier, Killerspiele jeglicher Art sind abzulehnen und gerade Hochschulen nicht der geeignete Ort, um solche Spiele zu entwickeln. Nicht akzeptabel ist es außerdem, wenn im Zusammenhang mit der Mauer dem Leid der Opfer nicht Rechnung getragen wird. So, dieser Herr Dr. Peter Frankenberg, wie gesagt, designiert damals noch von der CDU. Was wollte ich jetzt über den erzählen? Hat erstmal keine Ahnung und es war ja ein Zitat aus der Bild-Zeitung, also müsst ihr euch vorstellen, da kommt so ein Bild, kommt so ein Reporter oder so ein armes. Er ist auch von der CDU, genau. Also da ist man christlich und da passt sowas wie Computerspiele sowieso nicht ins Ding rein, auch wenn man, dann versteht man auch nicht, dass man,
wenn man hier an der Kunsthochschule ist, also die HFG ist eine Kunsthochschule, und man hier ein Game Lab hat, was sich mit Computerspielen auseinandersetzt, also wirklich mit dem künstlerischen Umgang von Computerspielen, ist es eigentlich eine Aufwertung für Computerspiele an sich, dass das so ein Wissenschaftsminister nicht unbedingt gleich begreift, ist schade, aber er sollte eigentlich schon verstehen, dass wenn was aus einer Kunsthochschule kommt, dass es nicht irgendeinem Ego-Shooter gleicht, der dem Klischee Killerspiel entspricht. Schauen wir uns noch ein paar andere Stimmen an. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, wenn ich lese kurz vor. Die linken Vorsitzende, Gesine Lötsch, findet das Spiel geschmacklos und dumm. Das sind auch wieder so ein paar Begrifflichkeiten, die, wenn man die Bildartikel durchgeht, halt immer wieder auftauchen. Der SPD-Politiker Meckel, früher Mitglied der DDR-Position, nennt es makaber und skandalös. Peter Frankenberg, den hatten wir ja gerade, wissen, der Minister für was weiß ich was alles, hat die Karlsruher Hochschule entstanden ist um eine Stellungnahme gebeten. Kam bei mir nie an. Naja. Und hier steht dann auch das Bild online, das auch noch bezeichnet als widerwärtig, was aber im Grunde, na, muss ich es eben mal ein bisschen safer machen. Ja. Und dann gibt es noch einen von der FDP, Jimmy Schulz, der hat es als interessant bezeichnet. Also wirklich ein Bundestagsabgeordneter, der sich nicht gleich, ihr müsst auch verstehen, die ganzen Leute wurden befragt, das Spiel war nirgends zu sehen. Das Spiel war nur angekündigt, es gab nur Texte darüber, es gab einen kleinen Trailer, der hat aber nicht viel über das Spiel verraten. Das Spiel konnte nicht angespielt werden und das ist halt auch so ein kleines Problem. Wie kann ich ein Computerspiel beurteilen, wenn ich es gar nicht angespielt habe? Das ist ungefähr, wie kann ich einen Film kritisieren, den ich gar nicht gesehen habe? Oder es gab zu dem Zeitpunkt auch noch so diesen Herrn Sarrazin, da haben ja auch viele einfach sich über das Buch geäußert, aber die wenigsten haben es eigentlich gelesen. Gehen wir nochmal kurz zurück zur CDU, zu diesem Bundestagsabgeordneten Wolfgang Börnsen. Der hat gesagt, im Gegenteil, man leiste der Brutalisierung heranwachsender Vorschub. Was als Computerspiel mit Aufklärungsabsicht propagiert wird, ist in Wirklichkeit ein banales Killerspiel im historischen Rahmen. Damit stellt man gleichzeitig die anerkannte historisch korrekte Arbeit der Gedenkstätten sowie der Bundesstiftung Aufarbeitung und der Stiftung Berliner Mauer in Frage. Was ich mit dem Spiel auslösen wollte, ist keinesweise diese ganzen Institutionen zu ersetzen. Das sollte als Ergänzung gesehen werden. Und ich weiß nicht genau, wo der Mann seine Informationen hat, weil er war nicht da, er hat das Spiel nicht gespielt, er hat es nicht gesehen, er hat wahrscheinlich aus den Bild-Zeitungsartikeln sich seine Meinung gebildet, wozu die Bild ja auch da ist. Und dann hier, also das ist wirklich offiziell CDU-Bundestagsfraktion Pressemappe. Also das ist schon peinlich, wenn man sich da eigentlich so zu was äußert, von dem man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, wo man eigentlich nur seine Informationen. Und gerade, man muss auch sagen, bis auf die Bild und die BZ, also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sind eigentlich noch so 10 Kategorien schlimmer. Berliner Zeitung. Haben alle anderen Medien neutral, kritisch, aber neutral berichtet, aber nie in diese Richtung wie die Bild. Von daher kann er die Information, wenn er sowas von sich gibt, nur daher haben. Dann gibt es natürlich, also es gibt einmal die Politik, die man als Gegner dann noch auffahren kann, wenn man jetzt Journalist ist, oder man guckt sich dann noch ein bisschen weiter um, dann kommt man auch zur Union der Opferverbände, kommunistische Gewaltherrschaft. Von denen hat man wahrscheinlich vorher noch nie was gehört. Also ich zum Beispiel auch nicht, bis sie dann auf mich zukam. Und der Herr Rainer Wagner, also der Bundesvorsitzende von dem Verein, was ich in dem Trailer für das Spiel gesehen habe, genügt. Ich brauche ein Computerspiel, dessen Spielspaß darin besteht, unbewaffnete Zivilisten abzuknallen, nicht unbedingt zu spielen, um es zu kritisieren. Das ist eigentlich leider die falsche Herangehensweise, weil, wie gesagt, man kann ein Computerspiel erst analysieren, verstehen oder es kritisieren, wenn man es tatsächlich gespielt hat. Egal, um was es sich erstmal handelt. Macht ja die USK auch. Die gucken sich ja nicht nur Screenshot an und sagen dann, oh, auf dem ist aber viel Blut mit Photoshop drauf gemacht. Das nehmen wir jetzt lieber nicht. Dann haben wir hier nochmal den Rainer Wagner. Genau.
Es bedient, also der Rainer Wagner sagt auch, es bedient, wie es allen, in allen Ballerspielen letztlich gemein ist, niedrigste menschliche Instinkte. Das ist auch so ein Klischee, was sich so über den Lauf der Zeit in Bezug auf Killerspiele so etabliert hat, also diese niedrigsten Instinkte. Ich meine, selbst Fangen bedient niedrigste Instinkte, also, oder hier Räuber und Gendarm, das ist ein Ballerspiel, nur ohne Kugeln, also das ist ziemlich gemein. Und jedes Spiel bedient eigentlich niedrigste Instinkte, das kann man jetzt nicht nur auf dem Ballerspiel. Und ich weiß, er belegt es natürlich mit einem negativen Touch, aber diese niedrigsten Instinkte, die uns eigentlich zum Spielen verleiten, ist, dass wir auch in der Evolution uns eigentlich darüber entwickelt haben, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Ein soziales Wesen kann am besten kommunizieren in der Form des Spiels. Also, oder schaut euch einfach nur, wenn ihr jetzt eine Katze habt oder so, die spielt mit dem Ball, die simuliert quasi das Fangen mit diesem Wollknäuel, was ihr draußen in der Natur dann lernt. Naja, also von daher stimmt es schon, aber er versucht es halt in eine negative Ecke zu stemmen und auch die Ballerspiele, dass man einfach, ja, da seinen Urinstinkt so richtig freien Lauf gehen kann und so richtig aggressiv reingehen kann. Was ja eigentlich, wir wissen alle, wie Amokläufe, also wir wissen es nicht genau, wie Amokläufe entstehen, aber man kann nicht einfach ein Ballerspiel davor stellen und sagen, das ist schuld. Das sind soziale Probleme dahinter und da macht ein Ballerspiel, wenn überhaupt, einen sehr, sehr geringen Prozentteil aus. So, dann hat ja der Herr Knabe schon Strafanzeige erwähnt. Hier habe ich es auch nochmal angestrichen. Es gab dann auch Strafanzeigen. Schauen wir die uns mal an. Einmal Gewaltdarstellung. Schauen wir uns den Gesetzestext an. Paragraph 131 Strafgesetzbuch. Wer Schriften, die grausam oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die grausame oder unmenschliche des Vorgangs in einer der Menschenwürde verletzenden Weise darstellt. Also sind jetzt nur Auszüge, die darauf zutreffen könnten. Das war auch, ich habe ja auch Anzeigen erhalten, so die GPN ist jetzt so das erste öffentliche Umfeld, in dem ich so ein bisschen mehr auspacke. Aber natürlich, die Staatsanwaltschaft öffnet sich auch der Presse gegenüber, da offen, da auch ein öffentliches Interesse besteht. Dann gab es noch den anderen Paragraphen, wo ich auch angezeigt wurde, und zwar wegen Volksverhetzung. Wenn man das dann liest, wenn einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, gegen nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethische Herkunft bestimmte Gruppen, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen, wegen einer Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert oder zweitens, die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er seine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlicht, macht oder verleumdet. So. Dann kriegt man diese Anzeigen, da steht dann einfach nur, du bist angezeigt wegen Paragraph das und das, dann liest du das und denkst so, huh, ja bitte? Ja, kann ich jetzt leider auch nicht, keine Ahnung. Das sind ja Strafgesetzbuch, das richtet sich ja eigentlich gegen Personen, jetzt nicht unbedingt gegen eine. Also das ist ja immer so ein... jetzt aber eine kurze Frage an euch. Wisst ihr zufällig, welches exekutives Organ dafür in Deutschland zuständig ist? Die sind dann auch auf mich zugekommen, das war dann nochmal so ein kleiner Hammer. Hm? Richtig. Nennt sich eigentlich auch Staatsschutz, aber... Kurz nochmal das Grundgesetz, Artikel 5, Absatz 3 besagt, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung, das ist klar. Aber zum Staatsschutz. Ist es gleich wie der Verfassungsschutz? Ich habe mal so ein paar Hauptaufgaben von denen rausgepickt. Also die Ermittlung von Strafverfolgung bei Straftaten im Rahmen von politischer Kriminalität, zum Beispiel Friedensverrat,
Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates. Oder sowie im Rahmen politisch motivierter Kriminalität wie Terrorismus, Extremismus, zum Beispiel rassistisch oder politisch motivierte Körperverletzung. Ja, dann stehst du da und hast auf einmal mit denen zu tun. Die waren auch alles sehr nett und ich war natürlich sehr kooperativ und habe natürlich so viel denen geliefert, wie sie wollten, brauchten, sonst was. Aber ist natürlich schon so, da wirst du auf einmal auf eine Stufe mit, bist du Terrorist, bist du hier Hochverrat, Friedensverrat, eigentlich bist du ja nur Student, also ist dann so ein bisschen zwiegespalten, ob du jetzt so, ich weiß nicht, dann gab es auch noch Androhungen, dass man mich tatsächlich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, also wäre ich noch auf einer, also es gab wirklich Leute, die mich da, das wäre dann natürlich erst nach dem Bundesgerichtshof oder Bundesverfassungsgericht, ich weiß nicht, welches Organ darüber entscheidet, die nächste Instanz gewesen, aber ja, dann bist du halt auf einer Stufe mit Saddam Hussein oder so. Und ich habe einfach nur als Studenten ein Computerspiel gemacht. Okay, also ich kann euch beruhigen, es kam überhaupt gar nicht erst zur Anzeige, also die Anzeigen wurden zwar aufgenommen, es kam nicht zur Verfahrenseröffnung oder gar nichts. Das Originaltext von dem Schreiben, was vom Staatsanwalt kam, dass alle Ermittlungen gegen mich eingestellt werden und dass die Verdachtsmomente eines strafbaren Verhaltens, dass das Spiel gegen die Menschenwürde verstößt, sind somit juristisch abgewiesen. Gut, also treffen keine der Paragraphen zu. Gerade weil auch die Volksverhetzung, Paragraph 130, darauf gefolgt dann die Paragraph 131 Gewaltdarstellung. Also die hängen auch so noch so mit zusammen. Also das ist ganz vom Gesetzestext jetzt sehr interessant, wenn ihr euch da mal mit beschäftigen wollt. Ja, dann dieser 10. Dezember. War dann auch so, wo ich euch jetzt was erzähle, was die wenigsten wussten, dass die ganze Veranstaltung unter Polizeischutz stand. Das ist es, wo wir hier in diesem Studio uns gerade befinden. Nur waren die Wände hier offen und da wo ihr jetzt gerade GPN Hackcenter habt, dass da Leute saßen. Und es war eine ziemlich große öffentliche Veranstaltung, auch mit Livestream vom VDVC. Und wie gesagt, es stand einmal ein privater Sicherheitsdienst und das Gebäude war dann auch von der Polizei gesichert. Das hat die Begründung, dass ich auch Drohungen erhalten habe, die gegen mein Leben waren, also wirklich, dass es schon noch eine Stufe weiter ging und die Polizei die für ernst genommen und deswegen diese ganze Veranstaltung unter Polizeischutz gestellt. Deswegen, es gibt viele Leute, die sagen, ja, freu dich doch, dass du so viele Presse hattest und hier dein Name und Bad News are even good news und dieser ganze Kladratsch. Aber wie gesagt, ich wünsche es wirklich niemand, dass er das durchleben muss, weil es ist kein schönes Gefühl. Erstens, wenn man sich in der Bildzeitung sieht, das ist absolut scheiße. Da kann man eben davon ausgehen, dass da was steht, was nicht zutrifft und man völlig falsch verstanden wird. Und zweitens dann noch die ganze Sache mit den Anzeigen und dann noch diese Polizeischutzgeschichte. Kurze Pressedaten, also das sind alles Und-Plus-Zahlen, das ist so Stand Dezember. Es gab über 1200 Artikel online weltweit, also Newsport, das sind keine Blog-Einträge oder sonst was, das sind wirklich von, auch keine Foren-Einträge, das sind wirklich Newsposts auf diversen Newsseiten. 600 Artikel in Printmedien deutschlandweit, das war eigentlich alles zu dem Zeitpunkt, wo ich es angekündigt habe, also wirklich in jedem Caseblättle hat man dann darüber lesen können und es war auch eine Presseagentur da, die das Fernsehmaterial an 400 Fernsehsender weltweit ausgeliefert hat. Also ich habe auch Informationen aus Neuseeland und Russland bekommen, dass ich da auch in den Nachrichten war, was dann irgendwie, ja, du fühlst dich total, was ist hier überhaupt noch real? Also so, naja. Und ja, machen wir weiter. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Jetzt habe ich kurz angekündigt, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, so eine kleine Computerspielbewertung anhand meines Computerspiels, ohne das jemals zu spielen. Also quasi, wie arbeite ich? Wenn es jemand, also ich weiß ja nicht, vielleicht will jemand mal bei der Bild von euch arbeiten als Journalist und
nehmt es einfach so als kleinen Workshop jetzt mit, dass ihr schon mal wisst, wie ihr später arbeiten müsst. Ich habe hier so ein paar Pressemeldungen, also mit dem arbeiten die, von der DAPD, zum Beispiel Stubber wie Jugendliche zum Nachdenken über die DR und den Schießbefehl anregen. Okay, was würde ich jetzt als Bildjournalist aus diesem Satz machen? Also ihr müsst auch natürlich, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ihr müsst es kanalisieren, mit Emotionen vollladen und wirklich der Gesellschaft eine Meinung mitgeben. Also einfach widerwärtig. Schauen wir mal weiter. Historiker sowie die Bundesstiftung Aufarbeitung halten indes das Thema für zu sensibel, als dass es sich für ein Spiel eignen könnte. Ja, Opfer laufen Sturm, oder? Also es ist halt so, man kann schon ein bisschen übertreiben, weil sonst ist ja diese Aufladung einfach nicht da. Dann Zitat von mir, auf den ersten Blick sieht es aus wie ein normaler 3D-Ego-Shooter. In meinem Spiel sind aber auch Mechanismen eingebaut, die das Töten verhindern. Ja eben, Ballerspiel. Klar, was sonst? Und wer zu viele Flüchtlinge abschießt, wird zuerst mit einem Orden ausgezeichnet, findet sich dann aber im Jahr 2000 auf der Anklagebank eines Mauerschützenprozesses. Highscore. Das ist schon mal nicht schlecht, aber hier in dem Text steckt ja schon was, das können wir also verwenden. Machen wir einfach draus, wird mit Orden für das Abschießen von Flüchtlingen belohnt. Der Rest ist egal, das spielt keine Rolle. Das ist zwar die Quintessenz an dem Spiel, aber das ist wurscht. Das verstehen die Leser nicht. Ihr müsst ja auch ein bisschen mit eurer Leserschicht arbeiten. Also nicht zu viel denken, eher und auch nicht so viele komische Wörter benutzen. Einfach ein bisschen was weglassen. Dann haben wir noch ein paar von der DPA. Auf neue Art und Weise soll das Interesse der jungen Generation zur Auseinandersetzung mit der jüngsten deutschen Geschichte geweckt werden. Über ein Computerspiel kann man Jugendliche besser erreichen. Ja. Denkt auch mal jemand an die Kinder. Ich weiß nicht, so ein Simpsons-Zitat. Jugendschützer prosizieren, wird das Spiel verboten. Anstiftung zum Amoklauf. Wurde mir auch unterstellt, dass ich hier also wirklich wieder Jugendliche zum Amoklauf anstifte. Dann noch ein bisschen längerer Text, aber den können wir auch recht kurz halten. Zu den Spielsituationen gehören Verhaftung und Gefängnis für den Flüchtling, Auszeichnung für die Grenzsoldaten oder aber, wenn der Grenzer zu oft schießt und Flüchtlinge tötet, auch Mauerschützenprozesse im Jahr 2000. Durch ein Punktesystem werden politische und soziale Aspekte berücksichtigt. Gibt es zu viele Tote an der Grenze, steigt der politische Druck auf die DDR und die Punkte auf dem Konto der Grenzsoldaten verringern sich. Verschont er den Flüchtling, sammelt er Punkte. So. Da steckt ja schon recht viel Information. Das sind Pressemeldungen, die jede journalistisch arbeitende Medium so erhält. Und dann musst du natürlich, wenn du sowas, du kannst es, was viele machen im Online-Artikeln zum Beispiel, das einfach copy-paste. Aber als Bildzeitung will man sich natürlich nicht so den guten Plug unterstellen lassen, deswegen macht man schon was Eigenes draus. Und kann es natürlich auch auf einfach ein paar Wörter runterbrechen. Machen wir jetzt halt diesmal DDR-Ballerspiel, weil es steht ein bisschen mehr über die DDR drin und dann halt noch blutige Jagd auf DDR-Bürger. Das sind alles übrigens Zitate, die auch in den Bildartikeln so vorkommen. Und dann stand auch noch drin, das Spiel gehört zu den sogenannten Serious Games mit einem ernsthaften Vermittlungsanspruch. Sie sollen nicht nur zum Zeitvertreib, nicht nur den Zeitvertreib bieten und oder Spaß machen, sondern auch Wissen oder Lernstoff vermitteln und an ernste Themen heranführen. Das ist so eine grobe Definition von Serious Games. Die gibt es verschiedene Gattungen. Also meins fällt eher in die künstlerische Gattung des Serious Games. Es gibt natürlich auch die pädagogischen Serious Games, aber das übersteigt schon wieder so, da muss man Google benutzen, das ist schon wieder zu viel Arbeit, deswegen machen wir einfach Spielspaß beim Ballern, klar, und das bedient den die niedersten Instinkte, wie der Herr Rainer Wagner zitiert hat. Und ja, das war's dann eigentlich schon in dem Bereich. Dann, wer auf der Veranstaltung im Dezember da war, dem ist der Begriff Kunsthonig geläufig. Weiß nicht, kennt ihn jemand? Kurz Hand hoch. Okay. Dann geht es eigentlich, also am 10. Dezember ging eine ziemlich rege, gute Diskussion darüber los, also auch mit dem Herrn Wagner vom Opferverband, dem Bundesvorsitzenden. Und da waren auch Betroffene der innerdeutschen Grenze vor Ort, die sich der Diskussion angeschlossen haben. Und ein Herr, und das ist mir so gut in Erinnerung geblieben, weil das hat dann wirklich den Anstoß zu einer Diskussion zwischen zwei Generationen entfacht, also das ist die junge Generation versus alte Generation.
Und der Mann hat halt einfach mein Computerspiel als Kunsthonig, also als Fake-Kunst quasi. Also Kunsthonig kann man eigentlich nicht übersetzen, das muss man diesen, ich kann es auch nicht so gut wiedergeben wie der Herr. Und das ist einfach so Fake-Kunst, also ich verkaufe hier was als Kunst, weil ich an der Kunsthochschule studiere, habe aber gar keine Ahnung von Kunst. Und deswegen ist es künstlicher Honig. Weil künstlicher Honig ist ja auch kein Honig. Also auch wenn es Honig ist. Und dann habe ich mich halt die Frage gestellt, sind jetzt Computerspiele Kunst oder Kunsthonig? Also können sie es sein oder nicht? Oder wie ist das definiert? Und ob Computerspiele Kunst sind oder nicht, das ist eine sehr große Diskussion, auf die ich jetzt gar nicht großartig einsteigen will. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Computerspiele seit 2008 von der EU als Kulturgut deklariert wurden. Und somit haben sie die Stellung, dass sie das offiziell eigentlich auch Kunst sein können. Die Computerspielindustrie, das ist nochmal ein bisschen ein anderer Bereich, hat sich so ein bisschen auf altbewährte Produkte besteift. Also tatsächlich, die Entwicklungen sind so ein bisschen stagniert. Also es gab jetzt keine großen, also man hat halt seine altbewährten Systeme und die entwickelt man immer weiter. Und die Indie-Bewegung bricht es so langsam ein bisschen auf, diesen Rahmen. Und zeigt auch, dass auch sehr einfache Spielmechanismen auch wieder funktionieren und dass auch kleine Spiele sehr erfolgreich werden können oder kleine Ideen sehr groß werden können. Und diese Indie-Games darf man jetzt nicht unbedingt mit den Art-Games verwechseln. Also es ist auch kein richtiges Versus, aber es gibt beide Entwicklungen, die Indie-Games und die Art-Games. Die haben Überschneidung und die ergänzen sich auch gegenseitig. Das ist auch nochmal so ein Punkt, den man bei der Diskussion erst vermitteln musste im Dezember, dass Computerspiele mehr als Film sind, weil es gab auch Einrufe, dass es Filme gibt, die das Thema viel besser behandeln. Also ich möchte jetzt mein Spiel nicht als das Spiel verkaufen, das das Thema am besten abdeckt oder sonst was, sondern es ist einfach eine andere Herangehensweise, was ich ausprobieren wollte. Mir ging es im Grunde immer um diesen inneren Konflikt und um auch darum, den Spieler auszutricksen, dass wenn er schießt, dass er dann verliert. Und gerade das Stichwort Interaktivität. Also ein Computerspiel bietet einfach die Kontrolle über mein Verhalten in Echtzeit. Also ich tue was und erhalte dann auf sich immer sich verändernde Situationen direkt Feedback. Und daraus ergibt sich einfach eine weitere Tiefe, anstatt wie ein total linearer Film. Auch wenn die Story sehr verästelt ist, ist ein Film doch immer ein lineares Medium. Und ein Computerspiel ist wirklich ein nicht-lineares Medium, weil sich gerade bei so einem, gerade beim Ego-Shooter wird es eigentlich mit einer sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit nur den gleichen Spielzug nochmal geben. Dann noch ein kurzer Einblick darin, was mich jetzt im Moment so ein bisschen begleitet ist, weil ich auch ein paar Ausstellungen jetzt vertreten bin, dass Computerspiele einfach den künstlerischen Umgang ermöglichen. Da möchte ich so ein bisschen die Frage abwälzen, ob jetzt Computerspiele unbedingt Kunst sind, aber sie bieten wirklich die Möglichkeit, damit künstlerisch umzugehen. Das ist auch das, wo wir hier im GameLab der HFG sehr stark beschäftigen, auch wirklich diesen Spielbegriff zu erweitern und um sehr stark mit der Medienkunst zu verkoppeln. Und, aber die Möglichkeiten sind noch lange nicht ausgeschöpft. Also Michael Bielitzky, Professor Bielitzky hat jetzt uns die Möglichkeit gegeben, dieses im Rahmen seines Instituts für postdigitale Narrativität zu forschen. Und wir forschen da immer weiter, aber wie gesagt, wir sind echt noch in den Kinderschuhen. Also da wird noch viel, viel kommen. Und was ich jetzt selber aus Erfahrung sagen muss, dass Computerspiele als Kunst in Ausstellungen ein bisschen kompliziert sind. Das heißt aber jetzt nicht, dass der Begriff Computerspiel kompliziert ist, sondern leider die Technik, weil gerade so State-of-the-Art-Grafik, die Engines sind sehr, sehr leistungsfähig und die sind leider nicht so für den Dauerbetrieb von der Ausstellung ausgelegt. So, das heißt, dann irgendwann ist der RAM voll, RAM-Fehler und dann stürzt es nach 3 Stunden ab. Ist sehr aufwendig, diese Spiele wirklich am Laufen zu halten. Außer man macht natürlich ein kleines Spielchen, was
was man selber entwickelt. Also da ist, aber gerade was mich jetzt halt mir begegnet ist mit 1378, dass wenn man die Source Engine benutzt, dass das für eine Ausstellung tatsächlich sehr kompliziert ist, das am Laufen zu halten. Die ganzen Medienkampagnen gegen Computerspiele, das kam ja nicht nur erst mit meinem Spiel auf, da gab es ja viel, viel, viel mehr schon davor, dass wirklich diese ganzen Klischees und Meinungen in der Gesellschaft etabliert haben und sonst wäre da besser Aufklärungsarbeit geleistet worden und hätte sich die Gesellschaft da schon weiterentwickelt, dann wäre es auch nie diese Kontroverse um mein Spiel entstanden. Gerade weil man auch den Computerspiel dann mehr Möglichkeiten oder mehr Zugeständnisse gemacht hat in seiner Funktion. Ich meine, Computerspiele diktieren das Leben von wirklich Abermillionen Jugendlichen, die mit dem Medium Computer aufwachsen und auch Computerspiele von Kindheit spielen. Und dafür hat das Medium Computerspiel in unserer Gesellschaft noch einen zu geringen Stellenwert. Es ist immer noch so eine Nischenerscheinung. Und das ist halt auch so ein bisschen, wo ich sehr stark dafür angekämpft habe, dass mein Spiel wirklich ein Paradebeispiel für Missverständnisse war. Es gab diese Presseberichte und immer diesen Kontra zu liefern, dass man diese ganzen Presseberichte oder was da steht, eigentlich mit einem Satz wieder widerlegen kann, weil es einfach die Widerspiegelung falscher Tatsachen war. Das ist sehr anstrengend, aber ich hoffe, dass es als Beispiel gesehen wird, dass man diese Missverständnisse auch wenn es lange dauert, aus dem Weg räumen kann. Und ja, ich glaube, kommt noch was? Genau, dass sich einfach der Horizont in der Gesellschaft in Bezug auf Computerspiele erweitert und auch die Möglichkeiten gesehen werden, die da noch drinstecken. So, das war's. Erstmal, jetzt habe ich mir überlegt, dass wir noch ein paar, wenn noch Fragen sind, dass ihr mich einfach fragen könnt, was ihr wollt. Dankeschön. Ja? Oder magst du, sag mal, mit dem Mikro hier, weiß nicht, für den Stream, hier steht irgend so ein Zettel, ins Mikro sprechen, Fragen aus dem Publikum wiederholen, okay. Das stimmt, jetzt habe ich nur die Frage nicht so rausbekommen, aber das war mehr so eine Aussage, ne? Also warum brauchen wir eine Mediengesellschaft, die uns nur auf unsere Ängste herunterspielen will? Das funktioniert halt wirklich alles nur über die Auflage. Und ich muss auch sagen, dass gerade die Bild auf der letzten Seite von der Ausgabe, in der ich zum ersten Mal aufgetaucht bin, war die Frau Annette Schavan oder andere Politiker, die das Bild-App fürs iPad beworben haben und gesagt haben, das ist mein morgendlicher Lesestoff, hier erfahre ich, was in Deutschland los ist. Und wie ihr gesehen habt, haben auch andere Politiker halt einfach so, holen sich ihre Meinung aus der Bild. Ich weiß nicht unbedingt, ob man eigentlich noch davon sprechen kann, dass Deutschland tatsächlich von unseren Politikern, also wird schon regiert, aber so was dahinter geschieht, wird schon stark auch von der Bild diktiert. Und es ist halt einfach so eine kleine Gefahr. Das ist eigentlich noch schlimmer wie Zensur. Das ist so eine kleine, deswegen habe ich auch Diktatur der vier Buchstaben genannt. Das ist eigentlich schon fast eine Diktatur, in der wir uns befinden. Und es ist halt auch persönliche Erfahrung. Man hat einfach gemerkt, oder ich habe es einfach gemerkt, dass wenn die Leute das lesen, was da steht, dann glauben die das. Dann sprechen die dich an und fragen, hast du noch alle an? Hast du eigentlich noch, oder bist du bescheuert? Dann gibt es tausende E-Mails, die ich bekommen habe, so, bist du eigentlich total bescheuert? Oder wer hat dir ins Hirn geschissen? Oder. Die halt einfach das glauben, was da steht. Und das ist ein ziemlich großes Problem, weil man das, was da einmal stand, so schnell gar nicht mehr aus den Köpfen bekommt. Ja?
Genau. Nee, gab es nicht, beziehungsweise ich weiß es nicht. Ich habe es einfach gemacht. Weil es war dann auch so, dass es sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, es war so ein, sag ich mal, ein kleiner Fehler oder Fehltritt, den ich gemacht habe. Ab dem Zeitpunkt, wo das Spiel tatsächlich draußen war, war die Diskussion tot, weil dann sich jeder informieren konnte, um was es eigentlich geht, oder sich das Spiel halt anschauen, wie man es halt eigentlich so ein Spiel bewertet, wenn man sich anschaut, und dann hat es auch keinen mehr interessiert. Also eigentlich war die Vorstellung von dem, was da alles passieren kann, viel spannender als das Spiel an sich. Und ja, also wenn ich jemandem eine Empfehlung mitgeben darf, falls ihr mal so ein bisschen negative Presse habt, haut euer Produkt so schnell wie möglich raus, dass die Leute sich informieren können, um was es eigentlich geht, dann habt ihr die auch schnell wieder vom Hals. Ja? Ja, sonst habt ihr das, also ich glaube, wenn ich es bis heute nicht veröffentlicht hätte, hätte ich das zwar nicht in dem Ausmaß noch am Hals, aber immer noch stärker als. Jetzt ist im Moment, also die Nachfrage ist zwar schon noch da, aber so vom Medieninteresse ist einfach null, weil, oder was heißt null, also weniger, ich werde jetzt nicht mehr nur noch auf dieses Computerspiel, was ich entwickelt habe, angesprochen, sondern mehr im Zusammenhang, was wir hier in der HFG für Forschung betreiben. Weil auch einfach die Leute gesehen haben, das, was ich geschrieben habe oder das, was ich der Presse gesagt habe, und die meiste, ich muss das wirklich nochmal betonen, die Großteil der Presse hat es wirklich auch so wiedergegeben, wie ich es gesagt habe. Nur ist mir dann, weißt du, wenn wirklich 90% der Presselandschaft in Deutschland das so berichtet, oder lass es 99% sein, das 1% ist die Bild und die macht es andersrum, dann frage ich mich echt, lesen die Leute eigentlich wirklich nur dieses Blatt? Also, und lassen sich wirklich so von dem verleiten, auch wenn jetzt in einer anderen Zeitung, in der FAZ oder sonst was, ein komplett anderer Artikel steht? Also es ist halt einfach so, ich weiß nicht, was in den Leuten vorgeht. Es ist halt einfach diese Emotionalisierung und diese Schlagwörter, die bleiben dir halt viel besser und es ist negativ belastet. Und dann gibt es diese Opferverbände, die dann dagegen Sturm laufen und da kann man halt eine super Geschichte drauf verdienen. Im Endeffekt geht es dann halt alles nur über die Auflage. Ja, das stimmt leider. Ja, neutrales Feedback ist immer schwer, oder ist ja keins, ja. Wobei ich auch sagen muss, dass dann so im Nachhinein, auch während die Diskussion so im Gange war, sich auch Leute gemeldet haben, die mir dann zugesprochen haben, also tatsächlich ehemalige Flüchtlinge, die das gut finden, dass dieses Thema nicht unter den Tisch fällt. Ich meine, das war ja geplant zum 3. Oktober, das war der 20. Jahrestag der Deutschen Einheit und mir ging es einfach darum, weil ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und auseinandergesetzt und ich fand das irgendwie spannend und anziehend und ich habe mich dann mit Leuten unterhalten, denen das gar nicht so bewusst war. Ich meine, DDR, ja, Trabis, Bananen und so, aber dass da eine 1378 Kilometer lange Todesgrenze mitten in Deutschland vor ein paar Jahren noch stand, also, und wie die funktioniert, das war so perfide, das war die bestbewachteste Grenze bisher auf der Welt, also tatsächlich auch die ausgeklügelste, mit der ausgeklügelsten Technik und mit dem geringsten Durchkommen, also die war einfach wirklich tödlich und das halt im Computerspiel zu transportieren, fand ich die beste Möglichkeit, wenn man einfach, natürlich ist es nicht die gleiche Erfahrung, wie wenn ich damals rübergerannt wäre, aber es bietet dann doch die Möglichkeit, es ein bisschen erfahrbar zu machen. Mir ging es ja, wie gesagt, immer um diesen inneren Konflikt von Grenzsoldaten und man muss den Spielern ja auch so ein klein bisschen Intelligenz zusprechen, dass die auseinanderhalten können, was sie da gerade machen. In dem Spiel gibt es natürlich Leute, die einfach nur zum Ballern kommen, aber die sind dann halt die ganze Zeit im Gerichtssaal, was denen alle auch nichts nützt im Spielfluss. Und wer das dann versteht, der zielt dann auch nicht mehr auf den Flüchtling, sondern der schießt in die Luft und gibt Warnschüsse ab. Das macht überhaupt, ich kenne keinen Ego-Shooter, wo sonst jemand in die Luft ballert, nur um jemanden aufzuhalten. Das ist halt einfach, du lässt dich auf die Geschichte schon ein. Und das hat so ein Experiment, im Grunde war es ein großes Experiment, um zu sehen, wie sich noch mehr Spieler darauf verhalten. Und die meisten setzen sich damit auseinander, verstehen das,
setzen sich in die Rollenverteilung rein und verstehen das dann auch. Und ich habe letztens mit einer Gruppe von Medienpädagogen gesprochen, wo auch Probanden das Spiel von denen gespielt haben. Und da waren zwei dabei, die, der hat gemeint, er hat als Flüchtling so viel Angst gehabt, also wirklich gesehen zu werden oder zu erschossen zu werden sogar, wie er noch, in, noch nirgendwo anders so gespürt. Also er hat wirklich die, die Tödlichkeit der Grenze gespürt. Und das sind halt einfach so kleine Erfolgserlebnisse, die einem dann, die begegnen einem leider nicht so oft. Also das Negative überwiegt, wie du schon gesagt hast, aber das freut, das baut einen dann schon auf und ja. Und erst dich vorne. Was machen die Jugendmedien? Ja, 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 ja. Also die müssen ja eigentlich, bevor etwas als gewaltverherrlichend oder sowas passiert wird, erstmal sagen, dass es überhaupt für die umgekehrt wäre. Also ich hatte, was, wie heißt denn das? Bundesjugendmedienzentrale, sowas, kann das sein? Ja. Aber da war auch noch die, die USK war auch, die, mit denen hatte ich auch telefoniert, aber die haben das dann so, nachdem ich das erklärt. Ja, aber die, die wurden dann natürlich auch eingeschaltet. Aber die, also dieses Jugendschutzbehörde, die haben sich über, glaube ich, über das Ministerium für Bildung eingeschaltet, die dann hier auch angeklopft haben. Und ja, denen habe ich auch sehr viel Material zukommen lassen. Die haben das dann aber auch so eingestuft, dass es das nicht ist. Also von daher war es von der Seite her schon abgeriegelt. Aber das war sogar noch vor der Veröffentlichung. Den habe ich extra eine Demo geschickt. Was du da hinten? Das war, ja, das ist ein guter Punkt. Also der 3. Oktober war ja eigentlich als Release geplant, hier drin. Also das, diese Örtlichkeit verfolgt mich, glaube ich, irgendwie mein ganzes Leben noch. Und der 3. Oktober war ein Sonntag und am Freitag oder am Donnerstag war das in der Bild. Und dann war hier eine Hölle los, also der ehemalige Pressesprecher von hier hat sowas, wie gesagt, noch nie erlebt. Ich habe dann auch noch mit ein paar, ihr habt ja die Zahlen gesehen, dann auch noch mal mit ein paar Experten darüber gequatscht, also ihm das dann so ungefähr eingestuft, wie wenn Angela Merkel erschossen werden würde, von dem Impact der Presse her. Und das war halt so gewaltig, dass wir das am 3. Oktober, das war halt mehr so als studentische, zeigt sein Projekt, macht so kleine Release, hier offen, aber das, das Interesse und das öffentliche Interesse war dann so groß, dass wir das verschieben mussten, weil wir das zu dem Zeitpunkt nicht handeln konnten. Das war so eine kurze Vorbereitungszeit, wir hätten Sicherheitsdienst gebraucht, wir hätten Ausweiskontrollen machen müssen, wir hatten befürchtet, dass die Medien hier Leute reinschleusen, um irgendwelche blöden O-Töne rauszufiltern, also dass ein Fernsehteam vorbeikommt, die hier Kinder reinschicken, erstmal, ja, hier kam unter 18-Jährige rein, zu dem Zeitpunkt war auch noch nicht so ganz sicher, ist es jetzt ab 18 oder wie, weil ein Mod hat eigentlich keine Altersbeschränkung, beziehungsweise eine Modifikation von dem Spiel hat dann die Altersbeschränkung von dem eigentlichen Spiel, das ist bei Half-Life 2 Deathmatch 18, also auch wenn ich ein Schweinchen machen würde als Mod, der über eine grüne Wiese hoppelt, wäre das ab 18. Ist halt so. Das hat sich dann aber, das waren alles, alles so offene Fragen, wo wir nicht wussten, dann haben wir gesagt, ja, müssen wir es ab 18 machen, das wäre aber so ein organisatorisch riesiger Aufwand gewesen, dann dürfen hier, glaube ich, auch nur 100 Leute rein und deswegen musste man das einfach verschieben. Es ging nicht anders. Das ist jetzt ab 18, ja. Ja, bitte. Ob ich es nochmal machen würde? Ich weiß nicht, bereuen tue ich es nicht, aber es ist so eine Erfahrung, die man nicht nochmal haben muss. Ich habe es ja vorhin angedeutet, es ist wirklich so, das ist einmal der Schock, du siehst dich in der Bild, dann kommt der Staatsschutz bei dir vorbei und da hast du auf einmal mit Leuten zu tun, wo du denkst, nee. Ja, bitte?
Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, das Spiel schneller, also das endgültige Produkt oder was es auch immer sein mag, schneller bringen. Und viel anders kannst du da nicht machen. Das ist immer so eine Entscheidungssache, ob das jetzt... Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr solche Sachen, die einfach nicht in den Medien auftauchen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich jetzt kein unbeschriebenes Blatt bin, aber nicht im negativen Sinne, sondern im positiven. Ich war schon mal in der Entwicklung oder bin noch in der Entwicklung von einem anderen Computerspiel beteiligt, was sehr ähnlich ist, und zwar ist es Frontiers. Es geht um die europäischen Grenzen. Und damit war ich da gab es im März sehr viel positives Feedback, also wirklich nur ausgezeichnete positive Berichterstattung im Vergleich zu dem wirklich wenig, aber ARD Tagesthemen, Zeit, FAZ und wirklich seriöse Quellen. Und dann hat der Pressesprecher halt gemeint, damit es nochmal, ja, es war halt so eine, du kannst es nicht steuern. Du weißt nie, was passiert. Ich kann dir nur den Rat geben, falls du eine kleine Pressekonferenz machst und dein Projekt vorstellst und da sind auf einmal N24, RTL, Sat1 und ARD und ZDF, weißt du, dass dir was bevorsteht? Noch Fragen? Wenn nicht, ich glaube, Viertel vor, oder? Ja, ich könnte jetzt natürlich noch ganz tolle Geschichten über Medienvertreter erzählen und deren Machenschaften, was die so treiben. Ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass gerade so Medien oder Fernsehsender oder Zeitungen, die man eigentlich als seriös ansieht, auch nur auf diese emotionale Schlagwortwelle mit aufspringen. Also ich sage jetzt nur mal sowas wie Arte, wo du dann so denkst, was? Oder eine MDR, ein MDR-Bericht bei Arthur, also wirklich in einem Kunstmagazin, die aber auch nur in diese Kerbe reingehauen haben. Aber es gab natürlich auch positive Beispiele. Es gab, die BNN hat sich sehr darum bemüht, immer eine, die hat es auch wirklich sehr lang begleitet, eine ausgewogene Berichterstattung zu machen. Und da gab es noch ein paar andere, auch vor allem Online-Communities, auch mit Unterstützung vom VDVC. Die haben auch eine Pressemitteilung, haben da auch nochmal sich um ein paar Angelegenheiten gekümmert und sind auch dahinter gestanden. Also es war halt wirklich im Endeffekt ein großer Generationenkonflikt zwischen junger Netzgemeinde, die hinter dem Medium stehen und also auch verstanden haben, worum es geht, und wirklich diese Klischeebürgerschaft, die sich, die einfach diese Klischees haben, die noch Erinnerungen haben an diese Zeit. Und das sind halt einfach Kombinationen, die kann man so nicht vorhersehen, was dann passiert. Also du musst dir halt vorstellen, die Leute haben das Spiel nicht gesehen, die haben nur in ihrer Vorstellung, oder die malen sich dann in ihrer Vorstellung Sachen aus, was da passieren kann. Und das ist nicht steuerbar. Und es ist dann auch total schwer, dagegen zu arbeiten. Wenn die einmal diese Meinung haben, worum das Spiel geht, dann geht es für die darum. Da kann man denen versuchen zu erklären, was man will. Das funktioniert dann einfach nicht. Ist das Viertel vor, ne? Also, oder wie war das auf dem Plan? Ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht Schluss machen, aber mich interessiert es einfach nur. Wenn noch Fragen sind, wenn nicht, will ich beenden. Dankeschön.